Moin moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Nest und das ist eine Setting-Welt für das Fate-Core-System, herausgegeben vom Uhrwerk Verlag. Ja, worum soll es gehen bei Nest? Ich habe das Ganze jetzt schon zweimal gespielt und das Ganze hat mich ziemlich stark fasziniert, muss ich sagen, weil man da eben auch sich selber so ein bisschen wiedererkannt hat. Man spielt eine Gruppe von Erwachsenen, die irgendwo 30, vielleicht 40 Jahre alt sind, ganz normale Berufe haben in der jetzigen Welt, in der heutigen Zeit. Der eine ist vielleicht Polizeibeamter, vielleicht ein Feuerwehrmann, Taxifahrer, Zugführer oder auch Finanzbeamter. Es ist völlig egal, es sind ganz normale Berufe, die man im Laufe seiner Zeit dann gelernt hat. Und ja, da kann man sich eben überlegen, wo man jetzt gerade spielen möchte. Man kann eben auch völlig unabhängig von den anderen, der eine vielleicht in New York, der andere in Deutschland, die müssen sich nicht kennen, die müssen auch nicht die gleiche Sprache sprechen. Alles, was sie gemeinsam haben, diese Erwachsenen, diese Gruppe, die man dann später spielt, alle hatten Träume. Das sollte selbstverständlich sein, aber eben in einer kindlichen Welt. Das heißt, wenn man dann so, ja, weiß ich nicht, 7, 8, 9, 10 Jahre alt war, gab es dann eben Träume und hat dann eben in einer Welt, die sich Nest nennt, hat dann Abenteuer erlebt. Das waren dann vielleicht sowas wie, ich war der weiße, strahlende Rittersmann und habe dann die Prinzessin aus dem Drachenturm gerettet, oder ich konnte mit Tieren sprechen, ich konnte fliegen, wenn ich mir einen Mantel anziehe oder so etwas in der Art. Also je nachdem, welche Träume man hatte, hatte man vielleicht spezielle Superkräfte. Und diese Erwachsenen werden jetzt aus ihrem alltäglichen Leben gerissen. Sie schlafen einfach ein, irgendwann, an einem ganz normalen, gewöhnlichen Tag, der soll auch ausgespielt werden, schlafen sie ein und erwachen dann zu ihrer Verwunderung wieder in Nest. Haben sie das schon lange Zeit vergessen, wissen vielleicht gar nicht mehr, dass das mal war und können sich dann nur noch ganz schwach daran erinnern. Diese Welt, diese Traumwelt existiert aber tatsächlich. Und das, was jetzt neu ist, sie wird bedroht. Irgendetwas, nachdem sie dann eben lange verschwunden waren, 20 Jahre lang nicht mehr richtig geträumt haben und diese Welt gerettet haben, hat sich ein großes Übel über diese Welt gelegt. Was das ist, kann der Spielleiter dann selbst bestimmen. Es gibt hier aber auch ein paar Tipps, was das sein könnte. Das sind drei verschiedene Endgegner, die hier angeboten werden. Das kann zum Beispiel sein, dass der König der Albtraumwelt diese gute Welt dann übernommen hat. Das wäre ein Beispiel. Ich möchte aber auch gar nicht zu viel verraten, weil ich, ja, also wenn ihr das spielen solltet, könnte es eben auch sein, dass man da dann diesen Endgegner nicht verraten sollte. Die Welt wurde ja von irgendjemandem überrannt oder ist jetzt gerade dabei, überrannt zu werden, und die Welt schreit um Hilfe, schreit nach den alten Helden von damals, von vor 20 oder 30 Jahren, die damals die Welt gerettet haben und das jetzt wieder tun sollen. Das Problem ist, man hat schon vieles verlernt. Man hat jetzt, wir reden wieder von Fate, man hat verschiedene Aspekte, die man dann eben benutzen kann. Der Polizist war vielleicht früher ein weißer, strahlender Ritter, aber heutzutage kann er eben nur noch Strafzettel schreiben. Und dementsprechend ist er erst einmal gar nicht so sehr gerüstet dafür, dass er jetzt diesen weißen Ritter dubeln soll. Auch wenn er eben Polizist ist, aber er muss eben mit dem Schwert umgehen können und nicht mit einer Pistole oder mit einem Bleistift, um dann irgendwelche Strafzettel aufzuschreiben. Die Welt selber ist jetzt aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Es gibt dann die Welt Epos mit den legendären Abenteuern, das ist das mit den Rittern, mit malerischen Dörfchen und irgendwelchen Wasserfällen, die sich ergießen, was man da eben dann für verschiedene Träume haben könnte. Also da, wo richtige Helden sind, wo Oger und Riesen hausen. Dann gibt es aber auch noch eine andere Welt, die dann sich irgendwo neben Epos befindet. Es gibt tatsächlich keine Karte. Wer sich das irgendwie vorstellen möchte, müsste das eben sich selber vorstellen. Da gibt es jetzt keine Landkarte, wo dann die einzelnen Königreiche abgesteckt sind. In der Mitte gibt es eine Hauptstadt, die ist jetzt aber auch fast erstmal egal. Zumindest gibt es eben noch neben Epos Schludrian, die Stadt der Dampfmaschinen, des Erfindergeists. Das könnt ihr dann hier eben auch erkennen. Es gibt noch eine weitere Welt, die Welt Mysterium, wo dann die Mathematik und die Wissenschaften eben auch sehr geschätzt werden.
wo man Rätsel lösen muss, wenn man so möchte. Und das wird dann eben auch je nach Belieben, je nachdem, wo der Spielleiter anfangen möchte, kann man dann in diesen verschiedenen Welten starten und man muss dann entweder tapfer gegen Monster kämpfen oder man versucht dann mit verschiedenen tierartigen Wesen in Schludrian sich zu unterhalten, Pilzfarmen, Kraftwerke, also ihr könnt das dann auf der rechten Seite erkennen, was in Schludrian so ein bisschen besonders ist. Das vereint so ein bisschen die Maschinerie und mit den Tieren und mit lebenden Tieren. Das ist so vielleicht ein bisschen steampunkig, wenn man so möchte. Und wie gesagt, eben diese Mysterienwelt, wo man dann Rätsel lösen muss. Ich persönlich hatte damals in Epos gespielt und finde jetzt nach dem Lesen auch Epos mit als spannendstes. Die Charaktere selber werden gemeinsam mit dem Spielleiter erschaffen. Das ist ja auch wieder sehr typisch. Wer da was zu wissen möchte, der möchte bitte in das Fate-Core-System reinschauen. Werde ich auch wieder unten verlinken. Ist umsonst. Könnt ihr euch einfach so runterladen, wenn ihr mögt. Und man soll sich jetzt nicht den strahlenden Ritter erschaffen, das habe ich ja eben schon gesagt, sondern man soll sich den Erwachsenen erschaffen. Damals hatte ich einen Finanzbeamten gespielt, deswegen habe ich ihn auch eben erwähnt. Und der kann natürlich ganz, ganz andere Dinge, als er damals in der Nestwelt konnte. Und musste das erstmal wieder lernen, wie man dann eben mit Tieren spricht. Das war eine ganz spannende Situation. Je nachdem, wie man die Abenteuer erlebt, kann man dann die Talente und die Stunts auch tauschen. Man lernt also wieder von seinem Erwachsenen-Dasein, wie es früher als Kind war. Was habe ich vor 20, 30 Jahren gemacht? Und man wird wieder zu demjenigen, der man früher einmal war. Und deswegen werden dann die Talente, die Stunts, die Fertigkeiten, das wird getauscht. Dass dann eben sowas wie Buchführung wird wieder nach unten gerückt und dafür kann ich dann eben wieder sehr charismatisch reden, was ich dann eben im Laufe meines Finanzamtes verlernt habe. Man kann dann verschiedene Stunts gemeinsam bauen oder auch die freien Aspekte, das könnt ihr oben links sehen oder die Stunts auf der rechten Seite. Und das finde ich eben auch ganz schön, weil diese Aspekte erzählen dann wieder schon ganz, ganz viel über den Charakter und wie er ist. Und sie beschreiben den Charakter viel besser, als das eben irgendwelche Talente oder Attribute könnten. Und daher finde ich, dass das Fate-System sehr gut auf diese Setting-Welt passt. Das ist also hier sehr, sehr schön ausgearbeitet worden. Passt sehr gut zusammen. Je nachdem, wie der Spielleiter jetzt die Schwerpunkte legen möchte, ob er diese Welt dann eben sehr realitätsnah beschreiben möchte oder sehr düster, sehr träumerisch, kann er sich dann eben diese Schwerpunkte angucken, kann dann eben dementsprechend die Endgegner bestimmen und dann eben auch festlegen, in welcher dieser drei Welten in Nest gespielt wird oder dieser Gebiete. Die Gegner, die dann im Laufe dieser Heldenreise auf die Protagonisten treffen, können dann sehr verschieden sein. Hier werden dann die Krähen vorgeschlagen oder auch die Kofferteufel. Man könnte sich da auch noch eigene ausdenken, aber ich finde das hier ganz nett und wir haben damals auch gegen diese Krähen gekämpft. Aber je nachdem, welcher Endgegner dann gewählt worden ist, versteckt sich hinter diesen kleinen, krähenartigen Wesen mit dieser Schädelmaske, verstecken sich dann andere Kreaturen. Das kann man dann erkennen bei Wähle 1 und aus, unten bei den Aspekten. Das könnte ein kaputtes Spielzeug sein oder eine leere Rüstung oder sowas wie ein Insekten-Alien, das dann eben tatsächlich fleischlich ist, wenn man so möchte. Also das kommt dann eben auf diese Endgegner an. Ich möchte da, wie gesagt, nicht so sehr viel zu spoilern, was es da für Endgegner geben könnte, denn die sind in meinen Augen ziemlich gut ausgearbeitet und liefern dann eben auch verschiedene Finale. Und die Abenteuer sind dazu mitgeliefert, werde ich hier später drauf eingehen. Man könnte hier dann also eine sehr düstere Atmosphäre schaffen, wenn man möchte. Das kann man dann eben auch schon an diesem Bild erkennen, wenn dann als erstes nur eine Krähe kommt und später dann sehr viel mehr, die dann eben überall stehen und lauern und diese Welt kaputt gemacht haben, die dann Bürger einsammeln und sie dann in verschiedene Gefängnisse bringen, so dass es dann eben immer düsterer und düsterer wird und dann vielleicht auch die Sonne in dieser Welt untergeht. Also das ist sehr spannend gemacht, so dass man dann eben bis zum Höhepunkt in einer sehr dunklen Welt spielt.
Ja, und dann gibt es in diesem Buch eben auch den Einstieg. Das heißt, wenn man seine normalen Erwachsenen generiert hat und die Werte festgelegt hat, wie kommt man da überhaupt rein? Ich hatte das am Anfang schon erzählt. Man spielt einmal kurz diese Erwachsenen aus, die schlafen dann ein und erwachen in der Nestwelt. Und je nachdem, in welcher dieser drei Regionen man dann aufgewacht ist, gibt es dann eben für den Spielleiter auch Tipps, wie man das darstellt, wie man das Abenteuer beginnt, wie man das weiterführt, wie man zum Finale kommt. Die drei Finale unterscheiden sich, die drei Regionen unterscheiden sich und dann eben auch noch einmal abhängig von den Endgegnern, die man gewählt hat. Also es ist echt viel drin auf diesen wenigen Seiten und das finde ich echt schön, sodass man da dann diese Welt ohne Probleme bespielen kann. Zu dieser Seite möchte ich gar nicht so sehr viel erzählen, aber hier könntet ihr euch eben noch einmal diese Zeichnung angucken, was dann eben dieser typische Endgegner wäre, was also eben sein Ziel wäre. Wenn euch das interessiert, könnt ihr natürlich eben kurz auf Stopp klicken und das durchlesen oder ja, ihr kauft euch das Buch, das wäre eben auch noch eine Möglichkeit. Ich muss tatsächlich sagen, es hat mir echt viel Spaß gemacht, diese zwei Abenteuer zu spielen, und ich würde gerne wieder zurück in diese Nestwelt eintauchen, dann natürlich mit anderen Fähigkeiten, um dann ja nochmal was anderes auszuprobieren. Aber ja, mir hat das persönlich sehr viel Spaß gemacht. Das Fate-System passt da eben echt zu. Nachdem die drei Finale vorgestellt worden sind, endet auch das Buch dann mit den 80 Seiten. Es gibt dann noch eine Inspirationsquelle, das heißt, was hat man da für verschiedene, was kann man heranziehen, um diese verschiedenen Regionen zu beschreiben? Unter anderem sowas wie Alice im Wunderland, die Chroniken von Narnia, oder die unendliche Geschichte, sowas in der Art. Pans Labyrinth ist auch noch ein gutes Beispiel. Und ja, also damit hat man tatsächlich alles, was man braucht, um in dieser Welt zu spielen. Man kann das noch beliebig ausarbeiten. Ich weiß nicht, ob das nötig ist. Ich habe es selber noch nicht geleitet, nur gespielt, aber ganz generell könnte ich damit eben auch schon überleiten in die Bewertung. Zeichnung und Layout. Ich kann mit dem Stil tatsächlich überhaupt nichts anfangen. Die Zeichnung finde ich überhaupt nicht schön. Das Layout ist völlig okay. Da habe ich kein Problem mit. Aber die Zeichnung, wie gesagt, ich muss hier leider 2 von 4 Punkten geben. Das ist dieses kindliche, diese Art, dass der Stil passt zwar zu diesem Buch, aber das hätte man, glaube ich, auch anders machen können. Es gibt ein paar Zeichnungen drin, die mir so gar nicht gefallen und ja, da muss leider das Buch mit den 2 Punkten leben. Redaktion und Struktur. Das ist in meinen Augen alles einwandfrei. Die Struktur ist völlig in Ordnung. Ich hätte vielleicht ein paar Kapitel ein bisschen verschoben, aber das ist jetzt auch nichts, wo ich meckern würde. Rechtschreibfehler oder sowas ist mir nicht aufgefallen. Die Redaktion hat hier gut gearbeitet. Ich gebe hier 4 von 4 Punkten. Bonuspunkte. Ich muss zugeben, ich mag das Buch. Das ist eins mit der besten Fate-Bücher, die ich mir bisher durchgelesen habe. Das Setting hat einen unglaublich hohen Spielwert. Also, wer das Buch bei sich stehen hat, bitte verlasst es nicht im Schrank versauern, sondern testet es aus. Es macht echt unglaublich viel Spaß, und da passt dann eben auch dieses Fate-System super gut zu. Ja. Die Zeichnung hatte ich ja eben schon erwähnt, die Punkte habe ich oben abgezogen. Ich hatte überlegt, ob ich einen Punkt abziehe bei den Bonuspunkten, weil mir einer von diesen drei Endgegnern nicht gefällt, aber das muss eben, wie gesagt, jeder für sich selbst wissen. Die anderen beiden Endgegner finde ich dafür umso besser, eben da auch könnte man sich eben selber aussuchen, was man da haben möchte. Ich ziehe da aber trotzdem keinen Punkt für ab, nur weil mir dieser eine Gegner nicht gefällt. Das Buch selber ist, ja, wie gesagt, in meinen Augen eine Empfehlung wert. Und ja, wie gesagt, bei den Zeichnungen muss man Abstriche machen, aber ansonsten 14 von 16 möglichen Punkten und damit auf alle Fälle eine Kaufempfehlung. Müsstet ihr euch natürlich angucken, den Preis für die PDF bzw. das Softcover. Auch Preis pro Seite nochmal beachten, wird jetzt hier eingeblendet und damit könnt ihr euch eben selber nochmal ein Bild zu machen, ob dieses Buch was für euch ist oder auch nicht. Ich persönlich mag es gerne und ja, damit ist diese Rezension auch beendet und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann.